Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Was ist bei Alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel und heute habe ich mal wieder ein kleines Indie-Spiel ausgepackt. Auch eine Adaption von einem, ich glaube, einen wirklichen Brett- oder besser gesagt Kartenspiel. Wingspan, auf Deutsch Flügelschlag, und hier geht alles um Vögel und Eier und hast du nicht gesehen, ein sehr naturbezogenes Spiel, wie ich schon rausgefunden habe. Ja, es ist ein bisschen ein Kartenspiel. Man versucht sich quasi so ein Naturgebiet mit Vögeln aufzubauen und man gewinnt, wenn man am Ende mehr Punkte als der Kontrahent bzw. die CPU hat. Man kann das Ganze auch online spielen, das habe ich bisher noch gar nicht getan. Ich habe tatsächlich bisher auch nur mal so 2-3 Runden reingespielt und mal geguckt, okay, wie funktioniert das Ganze eigentlich mit Tutorial und so weiter. So hundertprozentig durchstiegen habe ich das Ganze noch nicht, das Prinzip. Aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf eine kleine Runde, was man hier so eigentlich machen kann oder was das überhaupt für ein Spiel ist. So, also hier gibt es schlussendlich erstmal ein Tutorial, das habe ich schon durchgespielt, mehr oder weniger erfolgreich. Automa, das ist wohl so eine Art KI, die ich bisher noch nicht so ganz verstanden habe, die auch irgendwie wohl ein bisschen stärker zu sein scheint, als dass die normale KI ist. Deswegen gehen wir hier mal auf ein individuelles Spiel. So, ich bin hier der grüne Eulerich und die KI ist hier dieser Buntvogel. Ich weiß es nicht, was genau. So, genau, hier kann man im Prinzip den KI-Schwierigkeitsgrad einstellen. Wir lassen das mal so, wie es ist, weil ich habe tatsächlich jetzt nicht so ganz tiefe Erfahrungen, wie man das Spiel wirklich richtig spielt. Deswegen lassen wir das mal, damit es halbwegs fair ist. Es gibt in dem Spiel immer so bestimmte Zielvorgaben, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die kann man hier schon mal irgendwie einstellen. Ja, und hier könnte man auch noch mehr Spieler einstellen. Also wir könnten... Moment, ich glaube, wir könnten... Ja, komm. Wir stellen einfach mal noch eine zweite KI mit ein. Dann haben wir hier... Ja, okay. So, hier. Was nehmen wir denn da? Irgendein Hintergrund, So, der chinesische... Was ist denn das? Ein Waschbär? Nee, ein Waschbär nicht. Stinktier? Ach, ein Tier halt. ich werde wahrscheinlich schon jede Menge Schelte von... möglichen Naturliebhabern bekommen gleich. Nichtsdestotrotz, wir starten mal an und kommen dann quasi in unser kleines Naturrefugium. Ja, das Ganze ist aufgebaut. Es gibt insgesamt 4 Runden, in denen es 4 verschiedene Ziele gibt. Jede Runde hat quasi eine bestimmte Anzahl an Zügen. Die erste Runde hat 8 Züge und mit jeder weiteren Runde nimmt quasi die Anzahl der Züge etwas ab. So, jetzt klicken wir mal hier ganz kurz. Achso, wir müssen erstmal bestätigen. Und auch erstmal uns ein kleines Deck für den Start zusammenstellen. Ja, und da verlässt mich auch schon so ein bisschen die Confidence, weil so wirklich, wie man die Decks hier zusammenstellt, da habe ich noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung von. Es gibt hier so verschiedene Vögel zur Auswahl. Diese Federn mit diesen Zahlen, die man hier so links mittig sieht, das sind wohl diese Siegpunkte, die, wenn man die spielt, quasi angerechnet bekommt. Am Schluss ist es so, dass der mit den meisten Punkten halt gewinnt. Und man sieht dann oberhalb dieser Federn noch so diese Futtermittel, die man braucht, um diese Karten zu spielen. Und unten drunter sieht man dann auch diese Arten von Nestern, die sie brauchen oder beherbergen oder bauen. Auch das ist dann wieder ein Teil des Ziels. Also es gibt dann so Ziele, dass man innerhalb von einer Runde die meisten Vögel mit, ich sag jetzt mal Eiern oder sowas, also Nestern mit Eiern oder sowas bauen muss. Dann wäre es natürlich ganz gut, wenn man diesen Beidammer da spielt. Oder. Genau, links neben den Namen der Vögel sieht man, in welchem Gebiet man die spielen kann. Das sehen wir gleich links auf dem Interface. Man sieht da links so diese Flächen, diese grünen, wo RB und LB dabei steht. Das sind so diese unterschiedlichen Naturgebiete. Müssen wir mal durchscrollen können. Hier sieht man das. Das ist einmal quasi ein Gewässer. Einmal, ja, was ist das hier? So ein, ja, fast schon wieder so ein Teich. Dann haben wir hier den Wald. Und weiter geht's nicht. Also diese drei Gebiete. Und
Dort kann man dann diese Vögel spielen, die man ausgewählt hat. So, jetzt müssen wir mal tatsächlich mal gucken, was man hier eigentlich, was wir hier eigentlich auswählen möchten. So, geht schon gut los, Ich habe schon nicht so wahnsinnig viel Ahnung hier, also. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit Karten an, die man relativ einfach spielen kann. Ich glaube, der dürfte hier relativ einfach sein. Es gibt dann auch so Effekte noch unten, das sieht man im Lauftext. Und es gibt dann auch unten drunter, so ganz unten noch diese, hier bei dem, so drei Eier-Symbole. Das wird später auch nochmal wichtig. Komm, wir nehmen einfach mal hier die einfachsten drei. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. So, und dann ist es so, dann kann man, glaube ich, hier noch... Genau, dann kann man hier noch eine Bonuskarte auswählen. Die dann, je nachdem wie viele Vögel man spielt, und das Ziel quasi erfüllt, nochmal Bonuspunkte gibt. Also hier, wenn man 4-5 Vögel mit diesem, ich weiß nicht, diesen gestrichelten Kanada-Flaggen-Nest baut, dann kriegt man nochmal 4 Siegespunkte oder bei 6 Vögeln oder mehr dann eben 7 Siegespunkte. Oder eben dann hier bärenfressende Vögel. Dann gibt es auch nochmal, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt gewählt habe, um ehrlich zu sein. Ich gucke nochmal zurück. Also ich habe keine bärenfressenden Vögel. Was war das andere dann? Vögel mit diesem, da hätte ich zum Beispiel einen mit diesem Nest. Da steht er uns sogar bei 31% der Karten, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal. So. Dann 5 Dinge auswählen. Ich dachte, ich kann hier noch irgendwie ein Futtermittel. Genau, ich kann hier noch Futter auswählen. Unten rechts ist er hier, man sieht's. Ich nehme hier einmal das Gewürm, damit ich dann einen Vogel gleich rechts dann spielen könnte. Und was wäre noch ganz praktisch? Das Getreide hier. So. Ja, oben sieht man, da laufen dann die Runden der KI quasi durch. Die haben dann auch so ein bisschen mitteilen, was sie genau machen. So, und jetzt hat man diese drei Felder. So, und die sind so ein bisschen logisch unterteilt. Hier, das ist so dieses Feld, der Wald, da ist dann auch das Futterhäuschen, wo man Futter für die Vögel bekommen kann. Wenn ich jetzt hier, also hier habe ich 6 Felder hier, wo das A drüber ist. Umso mehr Karten ich hier spiele, umso effektiver kann ich hier dann quasi auch Futter aus dem Vogelhaus entnehmen. Das zweite hier, das ist hier so dieser Teichgebiet. Da kann ich Eier legen. Umso mehr kann ich auf diesem Feld spielen, umso mehr Eier kann ich dann tatsächlich legen. Diese Eier braucht man dann später, um andere Vögel wieder zu spielen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hier im See, da kann ich dann Karten ziehen. So, und umso mehr Karten ich hier spiele, umso mehr Karten kann ich dann später wieder ziehen. So, jetzt nagelt mich bitte nicht fest, was man in welcher Priorisierung spielen sollte, weil da bin ich tatsächlich noch gar nicht durchgestiegen. Ich fange jetzt einfach mal an und versuche mal hier hier könnte ich... Moment, das muss ich mal ganz kurz überlegen. Also, wie war denn das? So, genau, die Steuerung ist ein bisschen seltsam mit dem Controller. Also, ich bin Maus und hast du wieder noch nicht gespielt. Ja, aber das ist okay, das ist halbwegs. Okay, also, ich würde sagen, wir spielen erstmal diesen kleinen Piepmaps hier, den Weiden-Gelb-Kehlchen. Der braucht nicht viel zum Aktivieren. Und, Ach so. Hey. Ja, dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen. Müssen wir hier unten spielen. Also, dann spielen wir den hier. Genau, das lassen wir so, wie es ist. Common Yellowthroat. This was one of the first American birds to be cataloged by Linnaeus in 1766. So, dann gibt es auch immer so eine kleine Geschichte dazu, irgendwie zu den Vögeln. So, jetzt müsste ich... Cool wäre es, wenn ich hier was spielen könnte. Den hier, ne? Den hier, und dann müsste... Mal schauen, ob das geht. Genau. Den kann ich spielen, indem ich hier einmal das Getreide hernehme. So, und jetzt habe ich den Vorteil schon mal, dass ich hier schon mehr Futter entnehmen kann. Deswegen
Da ich jetzt, man sieht es rechts an der Anzeige, ich habe relativ wenig Futter, nämlich genau gar nichts. Deswegen spielen wir jetzt erstmal Futter, dass wir hier überhaupt wieder was legen können. So, was brauchen wir denn noch? Wir bräuchten einmal Gewürm und einmal... Und einmal Getreide. Nichts, was wir haben. Das heißt, eigentlich kann ich nur... Eigentlich kann ich nur... Achso, ich kann hier Karten ablegen. Ja, okay, dann... geht es? Nein, ich möchte die ja gar nicht ablegen. Ich möchte die gar nicht ablegen. Okay. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich kann auch Karten ablegen. So, habe ich jetzt eine Karte abgelegt? Ich bin mir nicht sicher. So, wir müssten jetzt... Genau, wir haben einen Fisch. Wieso habe ich jetzt einen Fisch? Ich wollte doch eigentlich... Achso, ich habe gewürfelt, ne? Ich habe gewürfelt. Okay. Vielleicht... Ne, da müsste ich jetzt Eier legen, damit ich hier Karten ziehen kann. Also, das heißt, ich bräuchte jetzt eigentlich wieder Futter. Ich bräuchte Futter, aber irgendwie kriege ich nicht das Richtige, was ich brauche. Ihr seht schon, ich blicke hier selber noch nicht so ganz durch. Das ist gar nicht mal so ganz ohne das Spiel. So, was machen wir denn als nächstes? Wir könnten tatsächlich nochmal Futter nehmen. So. Okay, jetzt haben wir einmal Fisch, einmal Vogel. Moment. Jetzt könnten wir uns einen Wurm holen. So, jetzt holen wir uns mal einen Wurm hier. Gut. Und jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein, den hier da zu spielen. Nein, halt. Weil ich das Futter so ein bisschen ändern kann. Das heißt, ich kann hier, wenn ich die passende zweite Sonne nicht habe, dem einfach sagen, okay, dann friss halt Fisch und Maus. So nach dem Motto, wenn ihr kein Brot habt, dann futtert halt bitte Torten oder Kuchen. Deswegen spielen wir den jetzt mal hier. Hoppla. Hoppla. Jetzt habe ich ja total was vergessen. Ich wollte ja eigentlich was erzählen zu den Zielen. Also, Ziel in der ersten Runde ist, man sieht es oben links, wir müssen Eier legen, maximal viele, in Nestern, die so eine Tassenform haben. Habe ich denn überhaupt Vögel, die ein Tassennest haben? Hier hätte ich eins. So, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie ich Eier lege. Ich glaube, hier lege ich Eier. So, das heißt, wir legen hier mal zwei Eier rein. Jetzt haben wir drei Eier gelegt. Sehr schön. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das jetzt pro Vogel zählt. Oder pro Karte quasi. Also ob ich jetzt quasi hier die drei Eier angelegt kriege oder ob ich jetzt zum Beispiel nur Ei pro Karte quasi. Also wenn ich jetzt unabhängig davon, wie viele Eier ich auf so einem Feld habe, also dass ich die Anzahl der Karten mit Eiern diesen Types haben kann. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal Futter, weil ich möchte es ungern da jetzt Eier aufbringen, um da Karten zu spielen, falls das doch zählt. Wir haben ja glaube ich nur noch eine Runde in der, oder einen Zug in der Runde. Ich gucke gerade mal, das sieht aber ganz gut. Nee. Doch, ich bin der Eulerich. Genau, ich bin der Eulerich. Das sieht doch schon soweit ganz gut aus. Also, dann nehmen wir jetzt mal hier. Achso. Moment, ich guck mal, ob ich irgendwas.
Kann ich schon vorausahnen. Also dieses Gewürm wäre wohl ganz gut. Aber wir haben kein Gewürm. Na, ist wunderbar. Na, wunderbar. Da baust, da, 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 da beißt die Maus keinen Faden ab. Deswegen nehmen wir hier das Mäuserich. So. Tschatsching, haben wir 4 Punkte gemacht. Da haben uns die Eier hier mal ordentlich was gebracht. So. Jetzt sind wir in Runde 2. Wir haben die erste Runde gewonnen, haben einen kleinen Punktevorsprung. Und jetzt müssen wir gucken. Man sieht jetzt hier in Runde 2 Eier in diesem Teichgebiet. Da haben wir aktuell noch gar keine. Aber wir haben da ja schon mal einen Vogel sitzen. Das ist ja schon mal hilfreich. Das heißt, wenn wir da irgendwie noch Eier drauf bekommen, dann sollte das auch schon mal gar nicht so schlecht ausschauen. Jetzt gucke ich nur mal, ob wir erstmal irgendwas irgendwie Karten bekommen. So. Der hier wäre ganz gut, denke ich. Hoppla, habe ich jetzt übrige Eier. Übrige, achso, jetzt kann ich mir noch einziehen. Okay. So, Tiervogelkarten. Nee, ich hab doch schon die 2. Du kannst noch immer nicht überspringen. Dann kann ich immer noch einziehen. Okay, dann ziehen wir halt noch ein. Okay. Was? Achso, und jetzt kann ich wieder eine ablegen. Oder beziehungsweise jetzt muss ich eine ablegen. So, was legen wir denn da ab? Wir legen mal den hier ab. So, frag mich jetzt nicht, warum ich da jetzt was ablegen musste. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, jetzt wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir erstmal Futter für diese Vögelchen holen. Wir haben einmal Maus. Wir bräuchten aber Getreide. Getreide und. Oder Wurm und. Moment, kann ich da eine spielen? Achso. Ja. Also, wir müssen erstmal wieder Futter holen. Wir müssen erstmal wieder Futter holen. Was habe ich gesagt, möchte ich haben? Getreide. Eigentlich Getreide. Genau, weil für den anderen Vogel habe ich gerade nichts dabei. So, jetzt brauchen wir noch mal Futter. Ach so, ich könnte hier quasi würfeln, wenn ich eine Karte ablege. Möchte ich aber nicht. Möchte ich eigentlich nicht. Wir nehmen erstmal das Futter hier raus. So, jetzt haben wir 2 Mäuse und wir haben einmal Getreide. Das heißt, damit sollten wir zumindest hier noch mal was spielen können. Habe ich gesagt, dann spielen wir hier den da. Und jetzt brauchen wir da Eier dafür. Canada Goose. The oldest known wild Canada Goose was at least 33 years old. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir Eier legen. Das heißt, wir packen hier 1, 2, hier 1 drauf. Wirf.
ein Ö? Wirf ein Getreidebaum 2 am Nachtsichtstapel, um diesen Vogel zu schieben. Ne, möchte ich ja nicht. So. Das schauen wir doch ganz gut aus eigentlich bisher. Wir haben hier 4 Eier gelegt. Jetzt müssen wir nur wieder irgendwie so ein bisschen uns Futter holen. Die Maus hilft uns aber wieder nicht, ne? Die Maus hilft uns nicht. Kriegen wir den Truthahn-Geier? Das sieht irgendwie ganz witzig aus. Der scheint wohl auch gar keine Nahrung zu brauchen. Und den kann ich überall spielen. So. Oh, komm. Wir wählen einfach mal irgendwelche zufälligen Karten hier. So, und jetzt müssen wir einen hier ablegen. Die Virginia-Wachtel. Aha. Die braucht halt ziemlich viel Futter. Ich lege einfach mal diese Dickzissel hier ab. So. Einen Zug haben wir noch. Ist die Frage, können wir nochmal Eier spielen? Wir spielen nochmal Eier hier. Eiszauber, der die Spieler mit den wenigsten Wasservögeln ziehe eine Karte. Ja, das bin ja dann wohl ich. Was nehmen wir denn da noch? Oh komm, nehmen wir hier mal den hier. So, haben wir doch wieder 5 Eier, da haben wir die zweite Runde auch gleich gewonnen. Aktuell sieht es noch ganz gut aus. Wir sind ordentlich im Vorsprung. Und das nächste ist dann Eier auf dem Wasser, auf der Wasserfläche da zu spielen. Also gut. Mal gucken. Also, wir haben hier den Truthahn-Geier, ja. Der sollte hier reinkommen. Ohne dass der Futter braucht. Deswegen legen wir den da mal hier ab. Jetzt nehmen wir hier mal ein Ei weg. Turkey Vultures can projectile vomit to defend themselves. So, der Truthahn-Geier. Jetzt brauchen wir mal allmählich wieder ein bisschen Futter hier. Glaube ich. Jetzt brauchen wir hier ein bisschen Futter. Denn wir können sowieso ja gerade nichts anderes spielen. Oder wir bräuchten... Ja, wobei, wir können auch mit Eier spielen. Wir können eigentlich auch wieder Eier spielen. Genau, wir brauchen hier 1, 2, zack. Legen wir mal die Eier ab. Nein, kann ich sowieso nicht spielen. Da legen wir auch noch eins drauf. So, dann müssen wir doch eigentlich wieder ganz gut ausschauen hier. Können wir kurz reingucken. Genau, 5 Eier haben wir da in dem Dings abgelegt. Um zu gewinnen, müssen wir natürlich noch ein bisschen was mehr machen. Wir haben allerdings gerade kein Futter. Das heißt, ich nehme mir einfach mal das Futter hier. So, als nächstes. Ja. Es wird schwierig, also wir bräuchten... Könnten den vielleicht noch relativ zeitnah spielen. Da brauchen wir einmal aus dem Trog hier die Bären und einmal den Wurm. Dann machen wir das. Dann spielen wir hier einmal die Bären.
Wähle eine Karte. Was mache ich damit? Die kriege ich jetzt einfach so. Ah ja. Ah ja, okay. Der braucht nur einen Fisch. Ey, der Fischadler, der braucht nur einen Fisch. So, wieso kriege ich denn immer noch eine Karte? Ach, Moment, das könnte wegen... Nee. Ich habe gerade keine Ahnung, warum ich diese Karte krieg. So, wir könnten den Fischadler könnten wir gleich spielen. Deswegen hole ich mir mal den Fisch da raus hier. Deswegen spielen wir hier mal, hoppla, den Fischadler. Wo ist er denn? Da ist er. Zack, zack. Achso, jetzt müssen wir wieder Eier wegziehen, ne? Genau, Eier wäre ganz gut, wenn wir das aus dem Bereich hier mal abziehen gerade. Osprey. Ospreys are excellent hunters, catching a fish in at least one out of every four dives. So, Gleichstand. Immerhin. Das heißt, auch da gibt es dann wieder Fettpunkte für uns. Das sieht alles noch ziemlich gut aus. Und dann geht es in die letzte Runde. Das sieht aber ganz gut aus. Das müssten wir eigentlich gewinnen können. Also da kommen dann noch die Vögelpunkte dazu, die man dann gespielt hat. Das wird auch noch aufaddiert. Da kommt noch ein bisschen was drauf dann. Das heißt, nur weil man jetzt hier diese Rundenpunkte holt oder diese Ziele erfüllt, heißt das noch nicht, dass man das Spiel zwangsläufig gewinnt. So, was ist denn jetzt hier das Ziel? Zählt die Anzahl der Vögel mit dem gezeigten Nesttyp, auf den mindestens ein Ei liegt. Jeder Vogel zählt nur einmal, auch wenn er mehr Eier hat. Nester mit Sternzellen für dieses Ziel. Das habe ich schon wieder vergessen. Hoppla. Das habe ich schon wieder vergessen. Ach, das Eiernest. Wo ist denn, wo habe ich denn ein Eiernest? Da habe ich ein Eiernest. Das heißt, ich habe zwei Vögel mit diesem Typ. Genau. Ich hätte hier... Den hätte ich noch. Und den hätte ich noch, den ich spielen könnte. Da bräuchte ich aber halt Futter dafür. Und wieso ist es eigentlich... Mein Vogelnest so leer? Ich wollte doch eigentlich... Was wollte ich denn haben? Ah, Moment mal, ich habe einmal Wurm und einmal Bären und ich kann die Spottdrossel damit spielen. Damit tun wir das dann auch. Northern Mockingbird. A male mockingbird may learn around 200 songs throughout its life. So, jetzt können wir hier auch mehr Futter entnehmen. Das richtig im Kopf hab. Jetzt sind wir allerdings auch schon relativ kurz vorm Ende der Runde. Und wir haben auch nicht mehr so viel da in dem Vogelhäuschen drin. Das heißt, das wird gerade sowieso ziemlich eng, ob wir überhaupt noch irgendwas rausbekommen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht den Trompetenschwan da noch irgendwie bekommen. Achso, jetzt kann ich ja irgendwelche Fähigkeiten. Wähle einen anderen Vogel mit brauner Fähigkeit in deinem. Okay, jetzt brauchen wir noch, glaube ich, ein x-beliebiges Futter. Deswegen spielen wir das nochmal hier. Holen uns die Reste raus, so. Und dann müssten wir mit etwas Glück noch den Trompetenschwan spielen können. Gucken wir mal.
trumpeter swan. Weighing over 20 pounds, trumpeter swans are the heaviest bird in North America. So, das müssten wir, glaube ich, in der letzten Runde im letzten Zug sein. Was war noch gleich? Achso, Eier auf Vögel mit Eiernester. Okay, dann schwimmen wir doch nochmal Eier. Dann haben wir den noch. Da habe ich nichts. Da habe ich nichts. So, um Eier zu legen, dann legen wir da nochmal eins rein. Ja, haben wir das Ziel auch wieder am besten erfüllt und haben das auch noch gewonnen. So, jetzt sind wir quasi erstmal mit den Runden durch und jetzt kommen wir zu dem gesamten Ergebnis. Also da werden jetzt erstmal die Karten aufaddiert, die Vögel, die man quasi gespielt hat. Das heißt, da haben wir einen kleinen Rückstand. Bonuskarten haben wir auch einen Rückstand. So, aber jetzt sollten wir eigentlich aufholen, oder? Futter auf Karten. Oh ja, da haben wir gut gemacht. Das war knapper, als ich jetzt eigentlich gedacht habe. Ich habe keine Ahnung, warum der zweite Spieler oder diese KI hier so gut Punkte gemacht hat. Ich nehme an, dass der einfach mehr Vögel gespielt hat. Ich glaube, wir können da nochmal Überblick. Genau, wir müssten hier rüberkommen. Das war der hier, ne? Der hat 3 Vögel. 6 Vögel. Aber das sind halt, die haben halt ordentlich Punkte. 13, 19, 25, 30, 35. Okay. So, jetzt wenn ich mal rüberschaue zu mir, dann schaut das ein bisschen magerer aus hier. Weil ich habe nur kleine Karten gespielt. Ich habe 4, 7, 10, 11, 12, 17, 26. Ja, okay, der Trompetenschwan hat noch ein bisschen was gebracht, aber halt nicht ganz so viel. Da hängen wir schon ein bisschen hinten dran. Und was hat der hier? 2, 7, 10, 15, 21, 28. Das heißt, rein die Kartenpunkte haben wir ziemlich verloren. Aber die untergeschobenen Karten, die wir da hatten, plus, also das, wir hatten ja hier auf dem hier, da haben wir jede Menge Futter drauf gesammelt, auf den Kanada-Kleiber. Das dürfte es dann wohl rausgerissen haben. Okay, gut. Was haben wir denn hier bei den Details? Ach so. Genau, das kommt ja dann quasi hin. Die Bonusziele habe ich ja nicht erfüllt. Richtig, ich habe aber dann die Ziele gewonnen. Von den Eiern haben wir ein paar abgelegt. Wir haben immer das quasi gewonnen, was wir gewinnen mussten. Ja, würde sagen, damit haben wir das Ding geschafft. Und können erfolgreich zurück ins Menü. So, ja, da hat er gerade gesagt, von wegen hier ins Archiv speichern. Hier sieht man da verschiedene Runden. Also ich habe bisher tatsächlich nur recht überschaubare Anzahl an Runden gemacht. Drum auch die leichte KI. Und hier hat man dann so ein bisschen, ja, ich sag mal so eine Art Pokédex mit allen Vögeln, die man bisher schon mal irgendwie gespielt hat. Also auch da, das schaut noch relativ überschaubar aus bei mir. Dementsprechend habe ich noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ist halt ja auch eher so ein Spiel für zwischendurch, wenn man jetzt mal irgendwie, wollte schon sagen, hat Bock zu vögeln, aber mir einfach mal irgendwas was Chilliges spielen möchte. Ja, und das ist es eigentlich schon. Also mehr gibt es bei dem Spiel jetzt an sich erstmal nicht. Wie gesagt, man könnte es auch theoretisch online spielen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt machen muss. Trotzdem ist ganz nett eigentlich. Also ich mag grundsätzlich auch immer so ein bisschen Spiele, wo es einen kleinen Natureinschlag gibt oder ein bisschen so einen Einschlag von Tieren halt. Ich denke, das sieht man in meiner Historie auch so ein bisschen, was auf dem Kanal so zu sehen ist. Tut sich Wingspan oder Flügelschlag einfach so ein bisschen mit einreihen. Ja, und dann soll es eigentlich auch schon mal gewesen sein mit unserem Was-ist-Video. Das Ganze gibt's, ich habe es jetzt auf GOG bezogen, das gibt's aber auch auf Steam. Ist jetzt, ich glaube, seit einem Viertel oder einem halben Jahr auf dem Markt, wenn ich es richtig im Kopf habe, und eigentlich jetzt auch nicht so teuer zu erwerben. Ja, und dann kommen wir auch zum Ende des kleinen Let's Plays. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's bei Alles Furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.